Hallo, hier eine kurze Review nach einigen Wochen Druckzeit. Der Ender 2 hat sich bewährt. Der steht hier in der Werkstatt. Momentan haben wir hier gerade mal 10 Grad. Das ist für ihn kein Problem. Die Druckbetttemperatur liegt bei 60 Grad. Die hält er auch. ABS mit dem Heizbett zu drucken wäre nicht möglich. Der würde nie auf die 110 Grad dafür kommen. Das stört mich aber nicht, da ich sowieso kein ABS verwende. Er ist ja zuverlässig. Natürlich fällt die Temperatur vom Druckbett nach außen hin um ein paar Grad ab. Es könnte also bei sehr großen Objekten bei dieser Temperatur vielleicht doch Probleme geben. Aber hier mit diesem Objekt gibt es überhaupt keine Probleme. Der Druck ist unheimlich sauber. Der Drucker ist ja von meinen ganzen Druckern der zuverlässigste, sehr einfach zu bedienen, anschalten, vorheizen, SD-Karte rein, Druck starten, fertig. Nichts justieren, gar nichts. Nach ein paar Stunden guckt man mal hin und am nächsten Tag ist der Druck dann fertig. So, ich gehe mal ein bisschen näher dran. Dann sieht man noch die Druckqualität. Die entspricht eigentlich der eines wesentlich teureren Druckers. Also er druckt fast besser als meine Drucker, die zwei bis dreimal so teuer sind. Also für das Geld muss man sagen, ist es echt ein Schnäppchen. Auch wenn er von den Abmessungen nicht ganz so groß ist und ein paar Einschränkungen bezüglich der Temperatur hat, ist es ein super zuverlässiges Gerät. Ich bin damit zufrieden.